Jo Leute, was geht? Ich bin schon wieder abgefuckt hier. Ich bin's mal wieder, der Aria Gamer. Nein, ich bin's nicht der Aria Gamer, denn so schwul und behindert bin ich nicht. Boah, ich hab hier gerade bis Welle 15 gezockt. Alles lief glatt, alle Perks. Geilsten Waffen, alles mögliche. Toll, das Spiel. Ich hab wieder so eine scheiß Windows-Meldung. Das Spiel, ich kann nichts machen, auf einmal erscheint die Maus, ich kann nicht zocken. Stehe auf der Stelle, sterbe, Mann. Boah. Dann Quick Revive kann ich auch nicht schießen, weil ich noch nichts machen konnte. Alter, ich bin so genervt gerade, Alter. Ich war schon Welle 15, ich habe schon eine halbe Stunde gespielt und jetzt kann ich nochmal machen. Das nervt mich hier gerade übel. Gerade echt abgefuckt von dem Scheiß. Ist mal ohne Witz, Mann. Ach so, die Map. Ich spiele Sons of Zombie Anarchy. Ich weiß nicht, ob ihr die Fernsehserie kennt, Sons of Anarchy. So eine Rocker-Serie, denke ich mal. Ich hab's jetzt noch nicht so mitbekommen. Also ich habe die noch nicht gesehen, aber was ich so gehört habe, Serie soll gut sein und ja, es ist halt so eine Rocker-Serie. Ich weiß nicht, wenn sie irgendwann mal im Fernsehen kommen sollte, werde ich sie mir vielleicht auch anschauen. So, und jetzt brauche ich auch keinen Drumherum mehr zu machen, weil ich habe alle Secrets gefunden. Ne? Hatte den Punch schon geöffnet. Ich weiß jetzt auch, wo der Teddy ist. Von daher. Das nervt mich halt hier gerade schon so ein bisschen. Weil ich halt schon alles hatte. Und das nervt mich jetzt halt wirklich. Nur wegen so einer Scheiße. Weil ich konnte ja nicht mal was dafür. Die Teddys hier muss ich gar nicht anschießen. Die bringen nichts. Ich weiß, welcher Teddy es ist, der den Punch öffnet. Ich konnte ja nicht, wenn ich wenigstens ehrlich gestorben wäre. Ich konnte ja überhaupt nichts dafür gerade. Das ist so nervig. Boah, und alle 8 Perks zu kaufen ist echt teuer. Von daher hat es mich noch mehr abgefuckt. Aber es ist ein Spiel und ich soll es ja. Ich reg mich jetzt auch nicht weiter auf, weil. Mein Gott, passiert. Ich hoffe nur, dass diese scheiß Windows-Meldung jetzt nicht mehr kommt. Ah! Ich habe vergessen, Quick Revive zu holen. Das könnte sich noch als dumm erweisen, aber YOLO, ne? Laka, laka, laka. So, 1020 haben wir jetzt schon wieder. Den lasse ich mal leben, weil ich muss ja noch zum Strom. So, aufkaufen. Ah, ich muss jetzt mal wieder netter werden hier. Sorry, Leute, aber ich bin halt gerade echt abgefuckt. Ich erklärte euch ja bereits, warum. Die Map ist nicht viel größer. Noch eine Tür. Nein, zwei Türen zum Aufkaufen. So, hier noch der Raum da hinten und dann noch so ein kleiner Hinterraum mit der Bank drin. Und dann ist die Map schon. Größer ist die gar nicht. Aber die Map ist eigentlich ganz in Ordnung. Von daher spiele ich jetzt mal nett. Ja. Und hier gibt es auch noch Wandwaffen, aber die sind alle scheiße, deswegen habe ich mir auch die Scorpion geholt. Ein Vorteil hat es, ich kann jetzt direkt schön den Punch aufmachen, weil ich weiß, wo es ist. Ich brauche halt Stamina-Up. Stamina-Up ist sogar noch wichtiger als Jugger, finde ich. Weil man halt so schön schnell ist und das ist wichtig hier. Aber ich hole mir erstmal Jugger. Weil ich mich dann irgendwie sicher fühle. Och, und noch was, der Jugger ist nicht gefixt. Das ist auch noch toll, ne? Ich verstehe die manche Mapper verstehe ich. Warum fixen die den Jugger nicht? Ganz ehrlich. Der hält mal 3 Hits aus. Super. Bringt ja wirklich viel. Und hier, die Granaten explodieren direkt. Aua, das war jetzt nicht so schlau. Und Dr. Niete funktioniert nicht. Das ist auch noch ein Minuspunkt, aber ich sag mal, von 10 Punkten kriegt die Map 7. Und das ist schon ganz in Ordnung. So, ich weiß, wo der Teddy ist. Guck mal, hier ist ein Teddy draußen. Den muss ich anschießen. Dann öffnet sich hier der Jugger. Der Pack-a-Punch. So, Jugger hole ich die nächste Runde noch.
Fast. Nog. Yeah. Das ist der Juggernog. Das ist eine Secret-Musik oder was? Ach nein, das ist ja die Playlist. Ups, ich habe mir nämlich eine Zombie-Playlist zusammengestellt. Und nicht mit Elektromusik, die überhaupt nicht zu Zombie passt. So fröhliche. So, nächster Perk ist Stamina Up. Erstmal alle zusammenziehen. Ja, kommt her, meine Leute. Die Zombies rennen hier schon relativ schnell, schon in der ersten Runde. Nein. Boah, Alter, das war gerade echt knapp. Deswegen will ich Stamina Up. Weil ich habe mich gerade schon an Stamina Up so ein bisschen gewöhnt, dass man hier einfach durchsprinten kann durch so Lücken. Ja, das darf ich nicht machen. Stamina Up ist bei Vaulted Warf voll geil. Bei Black Ops 2 bringt es nur was, wenn du ein LMG hast, aber... Oder minimal auch ohne, aber... Ich hole mir dann erstmal Stamina Up, weil in Vaulted Warp bringt es wirklich echt extrem viel. Du dann einfach 1000, du bist so schön schnell, Alter, das ist nicht normal. Ist voll geil. Warte hier. Hier, zieht euch das jetzt mal rein. Zack, zieht euch das rein, ohne Witz. So. 2000. Ja gut, dann kommen Double Taps drin. 4 von 8 Perks, die Hälfte. Das habe ich eben schon zweimal gesagt, weil ich einmal down gegangen bin. Kommt einfach alle her. Bitte geht das Spiel jetzt nicht wieder zurück, weil ich kann nicht spielen, wenn es hängen bleibt. Nur wegen so scheiß Windows-Meldungen. Warte mal. Das ist doch kein Zombie-Lied, Alter. Ah ne, war... Das ist wegen Rock, Alter. Zombie-Rock. Kein Plan, Alter. Ich habe einfach irgendwas genommen. Ich habe auch bei der Map war auch Blades dabei. Die habe ich mal auch geholt. Wo habe ich die Map her? Warte mal, ich zieh's. Call of Duty, was weiß ich. Also auf jeden Fall bei der Map waren auch noch... War halt eine Blades dabei, die habe ich mir auch geholt. Ich weiß nicht, ob das sonst, ob das die Lieder aus Sons of Anarchy sind, aber ich lasse die jetzt einfach mal dabei auch laufen. Okay, das... Das könnte Sons of Anarchy sein, ich habe keinen Plan. Frag mich einfach nicht, ich sag dazu jetzt gar nicht. So, noch einmal Muni holen für die schönen Skorpion. Dann werde ich die Map erstmal nicht mehr zocken, weil ich habe dann genug von der Map. Aber ich finde die Map halt auch schon ziemlich gut. Gut, 7 von 10 Punkten ist schon einiges. Hier gibt es halt auch hier gute Wandwaffen. Was kriege ich für 3000? Ich muss 3 Black Ops Waffen punchen. Normal würde ich mir die PPSH kaufen. Aber die ist keine Black Ops Waffe, deswegen... Was ist mit dem los, Alter?
So. Ich guck mal, was ich für 4000 in dem Shop da krieg. Was krieg ich denn hier für 4000? Ja, die Gali, das ist doch schon mal gut. Das ist nämlich eine Black Ops Waffe. Jacks inner Dämon. Ich glaub, Jacks innerer Dämon. Ich bin inner? Nee, warte mal. Keine Ahnung. Hört sich an wie eine gepunchte Waffe, ist aber nicht gepuncht. Muss ich noch punchen. Noch drei Perks brauchen wir. Guck mal hier mit Stamina ab, wie geil das ist. Und wirklich, glaubt mir, die anderen Teddys bringen nichts. Na. Das wird jetzt noch ewig hinziehen, das kann ich euch sagen, aber ich mache, glaube ich, einen Part draus. Nee, das riskiere ich nicht. Ja, aber die Gali, zieht euch das rein, Alter. Das ist kein Vergleich. Scorpion. Wie die reinhaut, zieht euch das doch mal rein. Die zieht wirklich. Das lohnt sich dann auch, so eine zu kaufen. So, warte mal. Drei Perks. Nein, fünf haben wir. Hol ich mir jetzt Mulkick. Sechs Perks. Irgendwie bringt die Scorpion mehr Geld. Deswegen nehme ich die auch noch. Irgendwie bringt die echt sau viel Geld. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil sie noch ein bisschen drauf schießt, bevor sie killt. Das kann sogar sein, ich trinke erstmal einen Schluck. Okay, das Lied kann ich euch nicht mehr antun. So. Boah, das hält ja keiner aus. Kein Schwein hält es aus. Keine arme Sau. Was die sich da die Macher bei gedacht haben. Oder von der Seite, wo ich es runtergeladen habe, vielleicht haben die da noch ein paar Dateien hinzugefügt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, hört sich das nicht irgendwie nicht nach Rockermusik an. Es hört sich eher nach Heavy an. Passt nicht so zu Zombie. Aber komm, der ist zwar dabei, deswegen. Wenn dann das gesamte Paket. Okay, nein, 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 das geht nicht, Alter. Ich krieg das in Anfall. Wenn die Playlist weiterhin so scheiße ist, dann lasse ich das komplett sein, ohne Scheiß. Alter, das ist doch nicht normal, oder? So. Alter, zieht euch rein, was das hier für Geld gibt. Scorpions gibt viel mehr Geld, ohne Scheiß. Die nehme ich mir zum Geld machen noch. Zieht euch mal rein, was die für Geld macht, die Scorpion. Das ist leider auch keine Black Ops Waffe. Punch ich nicht. Ich punch nur Black Ops Waffen. Die gibt echt gut Geld, die Scorpion. Das gefällt mir. Und ich meine, die Munition kostet 380. Da kann man sich doch mal holen. Und dafür irgendwie 5000 kriegen. Wie soll ich das rein, wie viel die gibt? 7000 durch eine Welle. Das war eben nicht mal annähernd der Fall. Hat noch genau gereicht. Sieht euch das rein hier. Zack. Ah, ich kann ja drei Waffen haben. Das gefällt mir. Dann machen wir hier die Welle noch, dann sind wir reich. Dann habe ich vielleicht die Map auch bald durch. Wenn ich es irgendwie überlebe. Weil ich probiere es morgen nochmal, dann geht's heute einfach nicht. Bin ich heute einfach nicht mehr dazu fähig. Liegt auch daran, dass ich ein bisschen kaputt bin und ein bisschen Kopfschmerzen habe, also. Aber ich wollte unbedingt noch aufnehmen.
Man kann sich die Downs hier irgendwie auch nicht anzeigen lassen. Komisch. Sehr seltsam. Wir Geld ziehen. Bam. Zehntausend schon. Das ist die Waffe, die macht echt Geld. Nein. Boah. Jara ist ja nicht fixt. So, das reicht aber mit der Waffe. Die gebe ich dann weg. Das war eine gute Geldmaschine für den Anfang, aber irgendwann wird es auch lame, mit der Geld zu machen, mit der Waffe. Das ist doch schon eher meine Gürtellänge hier. Das ist schon eher meine Köpfchengröße, Alter. So, 14.000, damit lässt sich was anfangen. Jetzt haben wir alle Perks. Eine Black Ops Waffe. AK ist keine Black Ops Waffe, oder? Farmers ist eine Black Ops Waffe. Zwei Black Ops Waffen haben wir. Ich bin mir halt mit der AUG bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Farmers ist auf jeden Fall eine. Ich muss ihn quollen. Ist leider jetzt nicht gequollt. Schnell hoch, schnell hoch. Kiste, 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 Kiste. Komm schon. Okay, eine PPSH. Ist leider auch keine Black Ops Waffe. Das bedauere ich sogar sehr. Boah, Mann, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, Alter. Ich gehe sonst ein. Jetzt kriege ich einen Anfall hier. Ah, lecker. So. Ich kann auch jetzt die Blaze mit der Tastatur bedienen. Das ist gut. So, die PPSH werde ich erstmal leer hauen hier. Weil die muss ich leider wieder weggeben. Das bedauere ich wirklich sehr. Weil ich diese Waffe einfach abgöttisch finde. Zieht euch das doch mal rein, diese Power in Welle 10, wo andere Waffen von den Geist aufgeben. Das ist einfach, weil hier die Vaulted War Waffen haben Standardstärke, wie immer. Aber die Black Ops Waffen sind so drunter gemacht worden. Zumindest die meisten. Farmers zieht trotzdem noch. Ihr werdet schon noch sehen, was ich meine. So. Die muss ich leider weggeben hier. Ach, mit der kann ich jetzt nochmal eine Runde Geld machen. Das muss drin sein. Das bringt überhaupt nichts. Jetzt hätte ich es anzuschießen. Gar keinen Sinn. Fick dich. Sorry für die Wortwahl, aber ist so. Hat er verdient, der alte Sack. Und hier lässt sich doch ganz gut laufen. Ohne dahinter zu rennen am besten. Oh, hier einfach nur hier die Runde. Wir können locker drei Stück laufen. Einer in dem Haus. Hier einer, vier. Einer da, fünf. Okay, fünf. Um den Panzer kann auch noch einer rumlaufen. Man teilt sich ja dann die Zombies. Kriegt man ja nicht alle auf einmal. Alter. Bam. Das nenne ich Flakkraft. So, die kommt jetzt eh weg.
nochmal Missbrauch zum Geld machen. Wie eine Hure. Nein, Spaß. Ah, fuck, der ist ein bisschen schneller unterwegs. Wir haben jetzt wieder 14.000. Zur Not hole ich einfach die hier, weil das ist eine Black Ops Waffe, die M16. Ist das eine Black Ops Waffe? Müsste, oder? Normal ja schon. Nein, nein, nein. Nochmal. Ah ja, komm. Nochmal ein bisschen Geld machen. Wir brauchen es ja im Endeffekt, brauchen wir es ja eh. Und daher. Wir werden eh noch mindestens bis Welle 2025 werden wir machen müssen. Mindestens. Wenn das mal reicht. Ich weiß, ich glaube 29 war es letztes Mal. Gut, ich bin aber auch irgendwie. Hier muss ich halt schauen. Ich brauche noch eine ordentliche Black Ops Waffe und die muss dann alle punchen gehen. Die Empfindlichkeit ist auch niedrig, weil ich ja mit dem Controller spiele. Ich kann es halt nicht an der Tastatur. So. Einmal durchrasieren. Zwei Wellen werde ich mit der noch auskommen, hoffe ich. So. Brauche einen Crawler, weil ich muss jetzt Black Ops Waffen holen gehen. Tut mir zwar leid um die PPSH, aber wenn es keine Black Ops Waffe, wenn es eine Black Ops Waffe wäre, würde ich die sowas von behalten. Diese Waffe ist einfach nur genial. Eine Handtasche? Ah ne, nee, das Teil, das hatte ich gestern schon mal hier. Das Teil ist so schlecht, das ist eine Handtasche, mit der wirft. Das ist eine Black Ops Waffe, die Browing. Die hatte ich schon mal in Black Ops. Okay, da haben wir jetzt unsere Black Ops Waffen. Machen wir noch eine Runde. Jetzt haben wir unsere drei Black Ops Waffen, die wir punchen müssen. Na komm, nehme ich jetzt mal die Farmers eine Runde. Ich finde, die Browing sieht schon ganz in Ordnung aus mit der Tarnung, aber... Naja, ich finde die Anfangspistole ziemlich cool gemacht. Leider gibt es für die keine Muni. Hier ohne Stamina hätte ich das hier gerade nie geschafft. Aber hier auf der Map kann man locker bis 100 machen, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob man, wenn man was in die Bank einzahlt, ob man das nächste Mal wieder abheben kann, wenn man die Map weiter zockt. Weil ich habe Angst, dass ich, wenn ich bis 100 versuche, dass ich dann verrecke. Und ich komme, wenn ich Endgame bezahlen kann, mache ich auch. Weil wir wollen ja die Mission nicht gefährden, ne? Das ist schon... Das hat ja keinen Zweck. So 19.000. Wenn ich gleich einfach schon mal die 20.000 auf die Bank einzahle, haben wir schon mal das hier. Weil es geil ist, die Zinsen können wir einfach abheben.
Bam, 21. So, der bleibt leben. 20.000 gehe ich jetzt direkt einzahlen. Wenn ich noch das Geld von letztes Mal drauf ist. Nee. Okay. So, die 20.000 sind drin. So, was haben wir jetzt? Den Teddy haben wir gefunden. Wir müssen noch die drei Waffen punchen. Und dann können wir das Endgame machen. Der Laser ist aber nicht wirklich genau. Der Typ. Ach, die Double Points habe ich vergessen. So habe ich ja letztes Mal das Geld gefarmt. Ah. Die mache ich jetzt mit der Garl. So, Konzentration, jetzt will ich echt nicht verrecken, weil jetzt habe ich schon die 20.000 auf der Bank eingezahlt. Es gibt auch Zinsen so langsam. Ich glaube, pro Welle 2000 oder so am Anfang. Je nachdem, wie viel man einzahlt. Bei 20.000 gibt es schon eine Menge Zinsen. Jede Welle kriegst du halt deine Zinsen. So, den hier und jetzt wird die draufgehauen. Hier, guck mal, mit doppelten Punkten, wie viele Punkte das gibt hier. Bin wieder geldgeil hier. Low Ammo, fuck. Das war jetzt nicht so geplant. Na gut, wir haben ja noch die Pro-Wing. Ja, erstmal Ammo holen, oder? Boah, ich gehe jetzt direkt punchen, dann kann ich mir die Ammo sparen. Bam, das war jetzt ein bisschen blöd. Punch! Die ist gepuncht, lol. Die ist schon gepuncht! Die ist doch jetzt nicht ernsthaft schon gepuncht. Und man kann sich hier auch Max Ammo holen, das ist auch cool. Ist die jetzt schon gepuncht? Ach, ich muss mal einen leben lassen und schauen. Weil wenn nicht, ist die nämlich schon gepuncht. Das wäre ja dann echt scheiße, oder? Wenn die jetzt schon gepuncht ist. Aber eigentlich nicht. Vielleicht darf ich doch gar nicht punchen und muss die Black Ops Waffen aus der Kiste ziehen. Guck hier oben links. Haben wir jetzt die ersten Zinsen mal wieder bekommen. So, das ist natürlich nice mit der Pro-Wing. Einfach mal draufhauen, boah. Das lohnt sich, ja. Bam, 20.000 hier gerade gezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Pro-Wing Black Ops ist. Ich habe keinen Plan.
Sieht mir aber schon gepuncht aus. Muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall bin ich mir schon relativ sicher. Das müsste, warte mal, ich muss mal überlegen hier. Die kann ich nicht punchen. Auch nicht. Das hier sind schon gepunchte Waffen. Das kann aber irgendwie auch nicht sein. Dann punche ich jetzt erstmal die hier. Jetzt hätte ich die drei Black Ops Waffen, die gepunchten. Wenn das eine Black Ops Waffe hier ist, aber ich glaube schon. Aber trotzdem würde ich noch gerne die AK ausprobieren. Ah, wir hatten ja jetzt die drei Waffen, so. Das mit den Waffen hätten wir jetzt auch. Ich will jetzt mal wissen, wie viel wir auf der Bank haben. 26.000, zieht euch das rein. Das ist doch genial, oder? Ja, die sind schon gepuncht. Nur ich habe irgendwie, haben die es nicht genau genug angegeben. Ich weiß nicht, ob man die selber punchen soll oder gepuncht haben kann. Ja, ich verfolge jetzt mal genau die Regeln und sage jetzt einfach mal, man braucht nur die drei gepunchten Waffen. Und die habe ich ja. AK ist auch Black Ops. Das sage ich jetzt einfach. Ich hatte ja die Farmers. So, also haben wir die drei Black Ops Waffen, die gepunchten. Jetzt brauchen wir nur die 70.000 fürs Endgame. Die 20.000 habe ich auch auf der Bank. Den Teddy habe ich gefunden, ja. Ich brauche jetzt nur die 70.000, ne? Und das ist wirklich nicht leicht. Hä? Die chillen immer woanders ab. So, ich ziehe mir jetzt erstmal wieder eine ganze Horde und dann wird mit der Browing wieder drauf geballert. B115 Accelerator. Dazu sage ich jetzt mal überhaupt nichts. Pinace Heyday. Pinace, was ist der Name? Könnte man falsch verstehen. So. Doppelpoints! Jetzt wird hier drauf gehauen, was das Zeug hält. Bam! Eine gepunchte Browing. Oh, fett, Alter. Das zieht. Mal hier, bam! Was das Zeug hält, draufhauen. 2000 Max Ammo, das ist halt auch das Geile. Die haut aber auch hier ganz schön rein. Zumindest von der Feuerrate, von der Stärke her, lässt sich zu wünschen übrig. Na gut, aber sie ist ja auch gepuncht, das muss man bedenken. Und die ist runtergeschraubt. Ja, okay, das ist doch nicht so hart, sind die Waffen hier nicht. Deswegen soll man auch gepunchte Black Ops Waffen haben, weil die runtergeschraubt sind, weil Vaulted War Waffen sind oben. Ja, was soll ich hier noch machen? Penis Day noch nehmen. Jetzt haben wir 31.070. Ja, das ist gepuncht, eindeutig. Also gepunchte Waffen an der Wand. Na, ich kann ja mal bis 80.000 machen und ein paar Mal in die Kiste gehen und schauen, ob ich da Black Ops Waffen kriege. Also, das war nicht genau genug, aber wenn es nicht genau genug ist, muss man es auch nicht genau machen, oder? Soll man es so machen, wie es geht. Nur ich arbeite halt mit doppelten Punkten. Boah! Das war gerade schon übel. So, ich lock die jetzt hier ganz hinter. Bam! Das gibt wieder Punkte, 37.000.
geil ist 2000 Max Ammo. Schon geil. Dann mache ich die jetzt leer. Nur ich gleich mal Max Ammo. Also so geht's doch wirklich echt schnell. Was hier noch kommt. Es geht nur einmal pro Runde leider. Okay, die ziehen echt kaum noch. Also schon noch ziemlich, aber es geht besser. So, ich mache jetzt erstmal Max Ammo. Weil unser Accelerator ist auch fast leer. Aber das gibt. Die Waffe gibt es eindeutig in Black Ops. Max Ammo. Die hat 750 Muni. Boah, Alter, dann bin ich aber für heute durch mit Zombies. Will ich nur ins Bett pennen. Dann habe ich heute meinen Eid erfüllt, sagen wir es so. Nachdem ich jetzt schon zum zweiten Mal die Map auch aufnehme. Wohlgemerkt. Naja, noch habe ich dann nicht geschafft, ne? Aber ich zahle die 70.000 dann erstmal ein. Weil sobald wir es kaufen können, haben wir, glaube ich, alles erfüllt. Ja, wobei, nee. So, wieder unseren schönen Trick. Draufnatzen, yeah, der Nazinator ist back. Die 49.000, hier kann man so Geld machen. Das sind doppelten Punkten. Der erste Schwall hier immer. Die ersten hier immer schon schön mit doppelten Punkten. Nein! Oh, Alter, knapp. Nur weil ich wieder so geldgeil bin. Punktegeil. Nennt man das auch. Die AK finde ich aber irgendwie voll geil gemacht. Ist aber keine Black Ops Waffe. Ich muss dann wieder die Farmers holen. Ich hätte mal so 80.000 kann ich machen. Boah, dann bin ich aber echt heute durch. Boah. So, dann hole ich mir mal wieder eine andere Waffe. Ich brauche definitiv Black Ops Waffen, aber ich bin mir nicht sicher. Wobei, das hier müssen eigentlich die Black Ops Waffen sein. Eigentlich ja schon, oder? Farmers gibt es auf jeden Fall in Black Ops. Die gibt es auch auf jeden Fall. Hier bin ich mir zu 70% sicher. So, jetzt haben wir mächtig viel auf der Bank. Müssen ja nur 20.000 drauf sein. Ich weiß ja, wie ich es wieder mache. Also zusammenziehen, doppelte Punkte, wenn ich es überlebe. Wenn ich das jetzt alles mit, wenn ich die ganzen Zombies immer mit der Scorpion gekillt hätte, wären wir jetzt vielleicht erst bei Welle 12 oder so, aber wir wären reich. Aber da, das ist ja auch nicht, das macht ja auch keinen Spaß. Ihr wollt ja auch ein paar Waffen sehen. Ich kenne es ja auch, wenn ich Kasten-Zombie-Let's Plays schaue. Ich will ja auch immer alles sehen, alle Waffen und so. Soll ja auch nicht schnell gehen. Man will ja sich auch mal was gönnen, ne? Für was spielt man denn das Spiel sonst? Gut, das sind alle. Draufballer, was das Zeug hält. Hier 60 haben wir jetzt.
Bam, die ist auch geil hier. Ich bin jetzt mal nicht mehr so geldgeil. Man kriegt hier eindeutig genug Geld. Es wäre geil, wenn man öfter mal doppelte Punkte holen kann, könnte, als einmal die Runde. Alter, ich sollte das nächste Mal beim zweiten Mal holen, weil hier kommen eindeutig mehr. Boah, Alter. Erstens, ich habe Dr. Niete. Und zweitens, ich war weit genug weg. Aber die Granaten sind schon cool gemacht. Boah, fick dich. Irgendwann gleich gucken, was wir noch so auf der Bank drauf haben. Dann kann ich noch mal ein bisschen an der Kiste ziehen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall das Endgame schon da. Die Quota lasse ich dann mal am Leben. Weil es ist ja, kann ja nicht schaden, noch mal ein bisschen an die Kiste zu gehen. Alter! Fick dich! So, jetzt interessiert mich nur mal, wie viel wir noch haben. Insgesamt jetzt. 34, Alter! So. So, wir haben noch 24 drauf. Okay, das reicht noch. Ich sag, die Zinsen sind geil. Na, kann ja hier nochmal ein bisschen ziehen. Na, super. Haben wir wieder Glück gehabt, wie ich sehe. ...80.000, Alter. Wo ist er? Ach, da. Okay. Ja, so schnell hat man eine Map fertig, ne? So viel zu machen gibt's ja auch nicht. Hä? Hä? Da, ach da. Die Box sieht aber cool aus. Was steht da drauf? Joe? Na, kann ich jetzt nicht ganz genau lesen. Die Panzerschreck ist auf keinen Fall eine Black Ops Waffe. Haben wir genug Geld? So, das ist eine Black Ops Waffe. Ja, RPK. Punch ich. So, jetzt haben wir. Jetzt müssen wir die drei haben. So, jetzt haben wir hier. Also zwei ganz sichere Black Ops Waffen haben wir jetzt. Vielleicht noch eine ziehen. Von der ich auch sicher gehen kann. Nee. Ach komm, scheiß auf die hier. Das ist auch eine sichere Black Ops Waffe. Okay. Nur die Raygun punchen also. Dann haben wir's. Raygun ist eine Black Ops Waffe, das kann mir keiner erzählen. Das ist eine Alleswaffe. Noch die Welle überstehen, dann kaufe ich, punch ich die Raygun, dann haben wir nämlich gepunchte Waffen. Wobei, ich kann eigentlich nochmal schauen, weil eigentlich glaube ich nicht, dass man die gepuncht an der Wand kaufen soll. Das heißt, wir müssen nochmal einmal schauen. Aber ich kann mich mal die RPK vorstellen, wie schwach die hier ist. Die ist ja nochmal richtig brutal, die Waffe, aber die kann hier überhaupt nichts, wenn ich es mal so ausdrücken kann. Weil ich schieße jetzt mal drauf, ihr werdet dann sehen. Das Ding ist so dermaßen schwach auf der Map hier. Und die macht gar nichts, Alter. So gut wie überhaupt nichts macht die. Das bringt überhaupt nichts. Nein, das war jetzt nicht so meine Absicht. Vielleicht den hier machen. Und den hier. Bam, 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 bam. Mehr! Was habe ich denn meine Raygun?
brauch die doch. Wenigstens benutze ich meine Raygun. Ich punch die jetzt eh, von daher. Ich könnte mir eh nochmal neue Muni holen. Von daher. Man kriegt halt kaum Punkte mit der. Das ist der Nachteil der Raygun. Die macht hier nicht so viele Punkte. Wie so einige andere Waffen. Warum, aber sie zieht halt. Oh, nein. Ich will jetzt eigentlich nicht mehr sterben. So, den Crowley lasse ich mal leben. Dann kill ich ihn nochmal schön durch. So, dann hole ich jetzt noch hier die. Gebe ich die hier noch ab. Die habe ich an der Wand gekauft, weil so bin ich auf der sicheren Seite. Was haben wir hier noch so drauf? 30.000. Nehmen wir 10 mit, haben wir genau noch 20.000. Ja, haben wir 20.020 auf der Bank. Ist keine Black Ops Waffe, glaube ich, die Uzi. Keine. Brauche ich nicht. Ist Müll. Mal mag ich die FG42 einfach auch, weil es die Waffe. Ich finde die Waffe ist gut. Was ist das für eine? Geil. Geile Sache, aber. Was haben wir hier? Die Bar ist eine Black Ops Waffe. Gut, aber ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal, was noch so drin ist. Ja, die Bar ist eine Black Ops Waffe, da bin ich mir tot sicher. So, EPK? Ernsthaft? Ah, das geht wegen's. Ich verstehe nicht, warum ich die RPK nicht punchen kann, aber die Bar werde ich punchen können, ja. Also nochmal die RPK weggeben, ne? Bobby's Graceland. Geht nicht. Hm. Gut. Dann ziehe ich jetzt nochmal. Und hoffe, dass ich hier nochmal eine bessere Waffe kriege. Ich will es halt genau machen. Und ich kaufe mir jetzt einfach gleich die Farmers. Ist eine Black Ops Waffe. Okay. Gut, eine Welle noch, dann haben wir es. So, ich will es halt auch auf Nummer sicher gehen, ne? Ich will die Map halt nicht verhauen. Aber die Bar ist eine Black Ops Waffe, das weiß ich. Weil es die bei Nacht der Untoten gibt. Raygun ist garantiert eine Black Ops Waffe. Also Black Ops oder Black Ops 2, das ist ja nicht gefragt, ne? Das ist denen ja egal. Black Ops ist Black Ops. Black Ops 1 habe ich die STG noch nicht gesehen, aber müsste es da geben. Bei Black Ops 2, bei Origins. So, die Bank ist jetzt auch wieder im grünen Bereich. Nur noch die STG punchen. Dann haben wir es. Bobby's Graceland, zieh durch. Boah, Alter, die ist gut. Die Bobby's Graceland. Raygun! Bam, 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 bam. Ah, ich glaube, du kannst eh nur die Waffen punchen, die auch bestimmt sind zum Punchen für Black Ops. Ich glaube, die haben das so gemacht, dass man eh nur Black Ops Waffen punchen kann. Würde natürlich einiges erleichtern. Ich verstehe nicht, warum ich hier mit der STG noch drauf baller. Das ist so sinnlos. Sinnfrei. Bobby's Graceland zieht aber. Leer sind oder voll ist denen ja egal. Ah, ich mach's einfach nicht leer.
So, dann punch jetzt nur noch die SDG und dann haben wir's. So. What the fuck? Das ist jetzt gerade in den Ernst oder was? What the fuck? So kann ich die nicht gebrauchen. Was ist das für eine Scheiße? Das Ding brauche ich nicht, Mann. Der schießt mit seinem Finger. Das ist eine Black Ops Waffe. So, das ist eine Black Ops Waffe, die Trench Gun. ...25.000 ist genug. So, jetzt punch die noch und dann ab, weg. Und die Trench Gun ist eine Black Ops Waffe, die habe ich da schon gehabt. Crazy Dent auch. So, dann haben wir's. Gut, wir sind durch mit der Map. Endlich, nach langem, nach Verzweiflung und allem, haben wir es geschafft. Ciao, Map. Noch mal ein paar Granaten werfen und... Jo. Blood and Battles are rules of law. And if you a man with convictions, violence is inevitable. Blut und Magazinhülsen sind die Regeln und... das Gesetz und wenn du bla bla bla, keine Ahnung. Na gut, wir sehen uns dann und die nächste Runde hat schon gestartet. Ciao.